Das brauche ich nicht, ne? So, sehr nett, dass Sie etwas nach vorne gekommen sind. Ich will nämlich mit Ihnen einfach über die aktuelle Lage im Raum des Europäischen Währungsverbundes sprechen, ob Parallelwährungen eine Lösung sein könnten für die Konflikte, die da bestehen zwischen dem Anliegen, Griechenland innerhalb des Währungsverbundes des Euro zu halten einerseits und den Bestrebungen, die Griechen rauszudrängen aus diesem Verband oder den guten Rat an die Griechen, es ist in eurem Interesse, geht aus dem Verband heraus. Denn die Alternative, in dem Euroverbund zu bleiben, sieht für die Griechen leider nicht günstig aus. Das hängt damit zusammen, dass die Wirtschaft innerhalb des Euroraumes leider nicht vollbeschäftigt ist, sodass wir eine Wettbewerbssituation innerhalb dieses Euroraumes haben, die ausgesprochen unbefriedigend ist. Es ist nämlich die Situation einer Unterbeschäftigung, einer unterbeschäftigten Wirtschaft in einem besonders krassen Weise. In einer unterbeschäftigten Wirtschaft geht es für den Einzelnen immer darum, hat er überhaupt eine Existenzmöglichkeit, eine Möglichkeit, mit Hilfe seiner Arbeitskraft ein Einkommen zu verdienen? Und diese, oder wird er an den Rand gedrängt, wird er rausgedrängt aus dem Markt in dem Kampf um Marktanteile etc. Diese Sache, die sich zwischen den Unternehmen stattfindet, findet auch auf der Ebene der Arbeitnehmer statt, findet eben auch statt zwischen Regionen und findet statt zwischen beteiligten Volkswirtschaften innerhalb des Euroraumes. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass Wettbewerb in unterschiedlicher Weise organisiert sein kann. Nehmen Sie einfach aus dem Sport die verschiedenen Sportarten. Da haben wir die Kampfsportarten, wo der eine gegen den anderen kämpft und versucht, ihn kampfunfähig zu machen. Beim Boxen und anderen Sportarten geht es darum, den anderen kräftemäßig zu überwinden. Während es in den Sportarten wie Wettlauf und ähnliches, Hochspringen und so weiter, jeder seine Leistung erbringt, die Leistung wird gemessen, aber es wird nicht der eine behindert, den anderen nicht in der Leistungsentfaltung. Und das, was wir in der Wirtschaft brauchen, ist diesen Wettbewerb, der dem Wettlauf entspricht. Jeder kommt ans Ziel. Nur in unterschiedlicher Zeit. In der Wirtschaft heißt das dann, jeder kann seine Leistung erbringen. Er findet Partner, die ihm diese Leistung abnehmen. Aber die Höhe des Einkommens, die richtet sich nach seiner individuellen Leistungsfähigkeit, nach der Produktivität, die er bei der Erstellung seiner Leistung eben zustande bringt. Bei dem einen fressen die Kosten die Preise auf. Und bei den anderen liegen die Kosten weit unter den Preisen, sodass sie eben einen Gewinn erzielen können. So einfach ist das. Und das, was eben anzustreben ist in der Ausgestaltung der marktwirtschaftlichen Ordnung, das ist diese Situation, dass jeder seine Leistung entfalten kann in vollem Maße, niemand unter seiner Qualifikation beschäftigt ist, erst recht nicht Menschen gar nicht beschäftigt sind, ohne Rücksicht auf ihre Qualifikation, und dass eben von ihrer individuellen Leistungsfähigkeit nur die Höhe ihres Einkommens abhängt. Was wir hier auf der Ebene der Einzelnen angeschaut haben, findet eben auch im Wettbewerb der Volkswirtschaften statt. In der Diskussion um Griechenland hören Sie dann immer, die seien nicht wettbewerbsfähig, und deswegen müssten sie aus dem Euroraum raus, damit im eigenen Interesse, denn im Euroraum seien sie eben die Nichtbeschäftigten oder Unterbeschäftigten, die sich in diesen Märkten nicht behaupten können, denn die Nachfrage in diesen Märkten reicht nicht aus, um das potenzielle Angebot vollständig aufzunehmen. Das ist das Problem. Sie sehen dann an Deutschland, dass es sich innerhalb dieses Marktes gut entfaltet,
Wir haben harte Jahre hinter uns. Es wurde Lohnzurückhaltung geübt. Die Entwicklung der Preise in Deutschland war immer unter dem Durchschnitt des europäischen Preisentwicklung, während in den Südländern, die jetzt auch mit Staatsschulden zu kämpfen haben, die generelle Situation war, die Preise waren höher, die Löhne sind stärker gestiegen als im europäischen Durchschnitt. Sie haben zunehmend an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Und diese Sache hing damit zusammen, dass viele den europäischen Markt am Anfang nicht richtig eingeschätzt haben. Man hatte gemeint, jetzt haben wir eine gemeinsame Währung, also haben wir auch ein einheitliches Zinsniveau. Und so wie es dann in Deutschland zwischen Ost- und Westdeutschland die Diskussion war, gleiche Löhne für gleiche Arbeit. Sie kennen all diese Bedürfnisse, die die Menschen so haben, die aber im ökonomischen Zusammenhang nur dann sich befriedigen, wenn die Gesamtwirtschaft voll beschäftigt ist. Dann haben wir die typische Wahrnehmung, dass die niedrigen Löhne schneller steigen als die hohen Löhne, weil man jeden braucht in einer vollbeschäftigten Wirtschaft. Da ist keiner zu entbehren. Man gliedert alle ein. Es gibt natürlich weiterhin Einkommensdifferenzen, aber da niemand gerne unterhalb seiner Qualifikation beschäftigt ist, werden die minder qualifizierten Beschäftigungen gerne an andere abgegeben. Und irgendwann gibt es andere nur noch wenig und dann kommt eben die Situation, dass man alle beschäftigt. Die Lösung für Griechenland wäre also ein vollbeschäftigtes Europa. Ja? Das wäre sozusagen die absolute Ideallösung, an der man sich orientieren könnte. Und nun ist völlig klar, wie kommen wir zu einer besseren Beschäftigungssituation in Gesamteuropa, sodass auch diejenigen Volkswirtschaften, die weniger produktiv sind, auch beschäftigt sind, wenn auch zu einem niedrigeren Lohnniveau, als es im übrigen Europa gegeben ist, also in anderen Teilen Europas gegeben ist. Auch innerhalb Deutschlands haben wir ja relativ starke Differenzen. Überall dieses Problem einer nicht ausreichenden Gesamtnachfrage, um ein potenzielles Angebot vollständig aufzunehmen. Und das führt dann immer dazu, dass einige ganz unbeschäftigt sind. 100% Arbeitslosigkeit für wenige. Die Arbeit wird nicht gleich verteilt, nicht ein bisschen Arbeitslosigkeit für alle. Das stellt sich normalerweise nicht heraus, sondern Arbeit ist produktiver organisierbar, wenn möglichst viele Mitarbeiter vollbeschäftigt sind, etc. Nur in wenigen Bereichen lohnt es sich, mit Teilzeitarbeit zu arbeiten. Aber in einer vollbeschäftigten Wirtschaft kann man auch die Wahrnehmung machen, dass die Arbeitnehmer ihre Arbeitszeitinteressen durchsetzen können. Mehr Urlaub, kürzere Wochenarbeitszeit, Teilzeitarbeit, alles dieses ist seitens der Arbeitnehmer dann gegen die Organisationsinteressen der Betriebe durchsetzbar, wenn Vollbeschäftigung herrscht. Wir haben ja in Deutschland 15 Jahre Vollbeschäftigung gehabt, von Ende der 50er bis Anfang der 70er Jahre. Damals konnte man das alles beobachten, dass da die Betriebsstrukturen sich ganz, ganz wesentlich verändert haben. Also, was man so beobachten konnte in der Entwicklung der sozialen Marktwirtschaft, das haben wir heute recht krass auf dem europäischen Niveau. Die europäische Währung ist, seit wir sie haben, in der Erreichung der Ziele, die sich die Europäische Zentralbank gesetzt hat, nämlich die Inflationsrate unter 2% zu halten. Sie ist dann sehr bald dazu übergegangen zu sagen, unter, aber nahe 2%, weil sie weiß, dass sie nicht an die Nullinflation heran darf, weil das dann den Übergang in die Deflation bedeuten könnte, wo sie dann ihren Einfluss auf die Wirtschaft ganz verliert. Deswegen spricht sie davon, wir wollen eine Inflationsrate unter, aber nahe 2% ansteuern. Und dieses Ziel haben sie sehr gut erreicht. Aber um den Preis, dass unsere Wirtschaft nicht voll beschäftigt ist. Das ist jetzt eine Behauptung, die ich Ihnen auch begründen kann, aber das will ich mir jetzt im Moment mal ersparen.
da ich davon ausgehe, dass Sie die Schwächen unseres Geldwesens einigermaßen gut kennen, sollte es für Sie selbstverständlich sein, dass man mit dem gegenwärtigen Geldwesen Geldwertstabilität nicht erreichen kann, beziehungsweise wenn man sich ihr nähert, ist immer die Gefahr des Absturzes in die Deflation, der Unterbeschäftigung und so weiter damit verbunden. Und das sehen wir eben in aller Deutlichkeit jetzt innerhalb Europas, wenn wir aufs Ganze schauen. Und für die Regionen bedeutet das starke Arbeitslosigkeit in den schwächeren Regionen und auf der anderen Seite eine ganz gute Entfaltungsmöglichkeit in den ökonomisch starken Regionen. Die holen Marktanteile an sich, sind aber in der eigenen Lohnentwicklung auch außerordentlich gedämpft. Im Vergleich zu dem Beschäftigungsgrad, den wir in Deutschland haben, ist die Lohnentwicklung eigentlich erstaunlich langsam und ruhig. Und wir haben immer noch die Situation, dass das Preisniveau in Deutschland weniger steigt als im europäischen Durchschnitt. Also wir gewinnen immer noch, das heißt, wir sind auch in der jetzigen Situation immer noch dabei, innerhalb Europas Marktanteile zu gewinnen. Und das heißt aber, andere verlieren, weil es ja für alle nicht reicht. Das ist der Kampf um die Marktanteile, diese Gewinner-Verlierer-Situation, die unter dem harten Regiment des Euro eben stattfindet. Also die hohe Preisstabilität, wenn man es historisch vergleicht, die hohe Preisstabilität, die der Euro erreicht hat, hat ihren hohen Preis in der Arbeitslosigkeit und in dem Zurückbleiben von europäischen Regionen. Nun könnte die Europäische Zentralbank ihre Politik ändern. Darf sie aber nicht. Sie ist auf Preisniveau Stabilität rechtlich verpflichtet. Sie will aber auch nicht. Denn man hat ja in dieser Krise jetzt gesehen, an den rechtlichen Rahmen des europäischen Rechts hält sich ja niemand mehr so richtig. Weil wenn man eine Krise erlebt, mit der man irgendwie fertig werden muss, dann dehnt man den rechtlichen Rahmen auf Teufel komm raus. Aber das tut man natürlich nur immer in eine Richtung, die man für erfolgversprechend hält. Und von den Währungsfragen versteht eben auch die Europäische Zentralbank so wenig, dass sie nicht weiß, dass sie die Möglichkeit hätte, für eine bessere Konjunktur in Gesamteuropa zu sorgen. Das glaubt sie einfach nicht. Das kann man ihnen durchaus abnehmen. Da sind Erkenntnislücken vorhanden, die das also blockieren. Infolgedessen gibt es jetzt für Länder wie Griechenland, Portugal und einige andere die Frage, können wir im Euroraum bleiben, ja oder nein? Also diese Frage sollten sich diese Länder selber vorlegen. Es reicht nicht aus, die Staatsschuldenkrise zu bewältigen. Auch da sind unzureichende Schritte bisher nur gemacht worden. An sich würden wir innerhalb Europas für Staatsschulden eine regelrechte Staateninsolvenz brauchen, die vernünftig abläuft. Das heißt, zu einem bestimmten Zeitpunkt eröffnet wird und möglichst schnell wieder endet. Ein Insolvenzverfahren ist ja immer die Entmündigung dessen, der in Insolvenz geraten ist. Ob es ein Privater ist oder ein Unternehmen, in der Zeit des Insolvenzverfahrens ist er eben entmündigt. Das ist für souveräne Staaten eine ganz unerträgliche Situation, insbesondere wenn sie demokratisch regiert werden sollen. Diese Entmündigung, da müsste man den Zeitraum sehr kurz halten. Vorher völlige staatliche Souveränität, nachher völlige staatliche Souveränität, nur in einem beschränkten Zeitraum der Neustrukturierung der Staatsschulden dann dienen muss, darf die Souveränität dann eingeschränkt sein. Dafür bräuchte man einen straffen rechtlichen Rahmen, den man aber leider nicht geschaffen hat, obwohl es von vielen Seiten immer wieder empfohlen worden ist. Stattdessen praktizieren wir eine Dauervormundschaft für Griechenland und andere Länder, die zu Revolten in diesen Staaten führt, die nicht gut enden werden. Das ist abzusehen. Wir haben da ja Wahlen und die
ganzen Verträge, die man jetzt auch abgeschlossen hat, der Fiskalpakt und so weiter, werden diese Wahlen nicht überleben. Das ist also ganz deutlich, wahrscheinlich wird auch in Frankreich dann nach der Wahl die Mehrheit für den Fiskalpakt eben nicht mehr da sein, wenn Sarkozy sich nicht durchsetzen kann, etc. Also dann wird wieder alles sehr, sehr ins Schlingern kommen. Das ist also absehbar. Aber selbst wenn das alles gut geht mit dem Fiskalpakt etc., gibt es eben diese restriktive Situation, die von der europäischen Währung ausgeht, unter denen diese Krisenländer eben auf Dauer nicht leben können. Und der Umstand, dass die Staaten keine Schulden mehr machen, bedeutet, dass sie keine Konjunkturprogramme mehr machen können. Weil sie dann darüber hinaus auch noch sparen müssen, um mit den alten Schulden einigermaßen fertig zu werden, die ihnen verblieben sind nach dem Schuldenschnitt, müssen sie so rigoros sparen, dass schon deswegen die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zurückgeht und deswegen immer mehr Schrumpfung des Wirtschaftsprozesses stattfindet. Griechenland hat jetzt im fünften Jahr in Folge ein negatives Wachstum gehabt, und zwar in den Größenordnungen 5-7% Jahr für Jahr. Das summiert sich also ein Jahr aufs andere, das ist nichts Einmaliges und wird so schnell nicht aufhören. Und die ganzen sozialen Streichungen, die es gegeben hat? Ja, ja, die Staatsausgaben, die großen Brocken sind ja immer im sozialen Bereich, wenn der Staat sparen muss. Und die sozialen Auswirkungen sind eben ganz verheerend und mobilisieren dann die Breite der Bevölkerung. Also das ist also gar keine Frage. Aber es führt eben diese Kürzung der Sozialausgaben, der Pensionen, der staatlichen Gehälter und so weiter, all dieses führt eben zu einem Schrumpfen der Gesamtnachfrage in der Wirtschaft. Und deswegen kann dann eben nicht mehr so viel produziert werden, wie es von der Angebotsstruktur der Wirtschaft her eigentlich möglich wäre. Nicht? Also so schwach sind diese Wirtschaften letztlich auch nicht, dass da gar nichts mehr angeboten würde, was irgendjemand brauchen kann. Nicht? Also das Hauptproblem ist eben, soll man den Griechen jetzt empfehlen, auszutreten? Der Austritt ist organisierbar. Also darüber sollte man sollte nicht sagen, Austritt ist Chaos und dann geht gar nichts mehr. Das wird oft behauptet von denen, die den Austritt selber nicht wollen, die sagen, das ist ein Rückschritt für Europa, den Euro einzuführen, war doch ein Fortschritt. Warum sollen wir da einen Schritt zurück tun? Weil wir müssen mit diesen Schwierigkeiten, die wir jetzt haben, in anderer Weise fertig werden. Und darüber wollte ich ja dann reden. Ich will Ihnen nur sagen, es ist kein geregeltes Austrittsverfahren gegeben. Austritt aus dem Euro setzt einen neuen Vertrag voraus, wo sich alle einig sind. Ja, also nur im gegenseitigen Einvernehmen. Austreten kann ein Land aus der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und damit dann aus dem Euro auch raus, aber das will ja dann erst recht keiner. Wir haben ja mehrere Länder, die dem Euro-Raum nicht angehören, aber der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft angehören, zum Beispiel England als mit das wichtigste Beispiel. Es gibt eine prinzipielle Verpflichtung, sich dem Euro anzuschließen, wenn man im Euroraum ist. Ein Austrittsrecht gibt es witzigerweise nur für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, auch noch gar nicht so lang, aber nicht für den Euroraum. Aber wie gesagt, durch diesen Umweg will niemand gehen, erst aus der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft auszutreten, damit aus dem Euro rauszukommen und dann wieder gleich in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft wieder einzutreten, nicht? Dafür hat man ja auch Verfahren, wie man Mitglied in der Europäischen Union wird. Und die sind alle lang und umständlich, also dem will sich dann auch niemand aussetzen. Rein rechtlich-ökonomisch gesehen, darauf will ich jetzt mal dann nicht im Einzelnen eingehen, kann ich zeigen, dass ein Austritt vernünftig organisierbar ist und das, was normalerweise mit dem Austritt als ökonomischer Vorschlag verbunden ist, das ist, ihr könnt wieder Wettbewerbsfähigkeit in preislicher Hinsicht gewinnen, wenn ihr dann eure Währung, nachdem ihr ausgetreten seid, abwertet.
wobei man immer nur von der Abwertung dann redet und die Insolvenz nicht bespricht und die Reihenfolge zwischen Insolvenz, Austritt und Abwertung schon gar nicht beredet. Das müsste dann eins nach dem anderen folgen, wenn es ruhig und geordnet ablaufen soll. Nehmen Sie das mal als Behauptung hin, ich kann das auch begründen. Und diese Sache ist aber aus ökonomischer Sicht eigentlich nicht wünschenswert, dass ein Land wieder austritt. Denn es ist für den europäischen Binnenmarkt durchaus ein Riesenvorteil, in einer gemeinsamen Währung zu rechnen, einen einheitlichen Wertmaßstab für alles zu haben, Transparenz der Preise, Transparenz der Kosten für alle Standorte. Das ist für die Arbeitsteilung innerhalb der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ein Riesenvorteil, dass man nicht immer umrechnen muss von einer Währung in die andere. Dann hat man noch das Problem, dass die Wechselkurse dann natürlich freie Wechselkurse sind, dass man sich gegen Wechselkursschwankungen zwar versichern kann, aber eine saubere Kalkulationsgrundlage ist das nicht so ohne weiteres. Es wird zumindest kompliziert und wenn Kalkulationen kompliziert werden, dann ja, findet vieles in der Wirtschaft erst gar nicht statt. Denn gutes Kalkulieren geht meistens so nach Gefühl und Wellenschlag und über einen gewissen Daumen. Und wenn es dann zu kompliziert wird, dann leidet die Rationalität der Wirtschaft, die Rechenhaftigkeit und damit schließlich in the long run die Produktivität. Und es muss dann mehr Aufwand getrieben werden für alles und jenes, um den gleichen ökonomischen Erfolg zu erzielen. Also der Austritt ist aus vernünftigen ökonomischen Gründen eigentlich nichts Wünschenswertes. Verbleib geht auch nicht. Ja? Jetzt überlegen wir nochmal, warum wird dann immer der Austritt gefordert? Der Austritt wird gefordert, ich sagte es schon, weil staatliche Konjunkturpolitik nicht mehr möglich ist und die Abwertung wird empfohlen. Da wird gesagt, dann werdet ihr auf den Weltmärkten und im europäischen Raum wieder konkurrenzfähig mit Hilfe einer Abwertung. Abwertungen sind, wenn sie staatlich manipuliert vorgenommen werden, eben etwas höchst Ungerechtes, weil plötzlich und Riesenvermögensverschiebungen dadurch erfolgen zwischen Landeswährung und allen Fremdwährungen und so weiter, schlagartige Veränderungen wie eine Währungsreform. Ja, das ist also eigentlich so nicht wünschenswert. Wenn Abwertungen sich vollziehen, dann kontinuierlich so im Laufe der Zeit, weil eine unterschiedliche Geldpolitik gemacht wird. Das wäre ökonomisch zu rechtfertigen. Eine kontinuierliche Abwertung wegen unterschiedlicher Geldpolitik. Wenn man genau hinschaut, wird der Vorschlag Austritt aus dem Euroraum und Abwertung immer nur gemacht, weil man diese Länder freistellen will von der rigiden Wirkung der Zentralbankpolitik, die in Europa betrieben wird. Sie sollen also eine andere Geldpolitik machen können. Eine nationale, eine souveräne Geldpolitik. Darum geht es bei dem Vorschlag Austritt und Abwertung. Es ist der Vorschlag, ihr könnt dann wieder Konjunkturpolitik mit Hilfe der Geldpolitik machen. Man redet dann bei der Geldpolitik immer nur von der Abwertung. Im Grunde steht aber dahinter, ihr müsst dann eure Währung nicht so streng führen, was die Preisniveaustabilität anbetrifft, wie das die Europäische Zentralbank tut. Ihr könnt mit etwas mehr Inflation eure Binnennachfrage fördern, das Geld in Umlauf bringen, dafür sorgen, dass alle Einkommen sofort Nachfrage werden, mit einer etwas höheren Inflationsrate. Und diese wird dann ihrerseits wiederum Abwertung zur Folge haben und das hat dann auch wieder Effekte in dem außenwirtschaftlichen Bereich, die den Export dann eben zu fördern und die Importe zu dämpfen und damit zu einem Ausgleich der Leistungsbilanz beizutragen. Also, es geht darum, Konjunkturpolitik mit Geldpolitik machen zu können. Die EZB will es nicht machen. Es wird aber sozusagen empfohlen,
mit dem Vorschlag Austritt und Abwertung autonome, andere Geldpolitik zu machen. Das andere wird nicht so betont, aber darum geht es im Grunde. Denn wenn ein Land austritt und dieselbe Geldpolitik macht wie die Europäische Zentralbank, ja, dann können sie es auch bleiben lassen. Nicht? Dann kommt ihre Konjunktur nicht in Gang, dann haben sie haargenau dieselben Probleme. Also wir haben das ja, bevor wir den Euro bekamen, innerhalb Europas praktiziert, dass die Länder sich bemüht haben, die Wechselkurse stabil zu halten. Und das hatte dann die Folge, dass die anderen Länder, die genötigt waren, die Geldpolitik der Bundesbank nachzumachen. Und die etwas auch damals schon zu restriktive Geldpolitik der Bundesbank imitieren mussten. Sonst blieben sie nicht in diesem Gleichschritt sozusagen der Aufrechterhaltung der Wettbewerbs. Sie mussten also die Preissteigerungen ähnlich bekämpfen, wie es die Bundesbank gemacht hat, und fühlten sich insofern von Deutschland währungspolitisch immer bevormundet in dem alten System, bevor wir den Euro hatten, und wollten dann über die Bundesbankpolitik selber mitbestimmen. Die Bundesbank durfte dort bleiben, wo sie war, nämlich in Frankfurt. Sie wurde umbenannt in Europäische Zentralbank, und in die Gremien der Bundesbank kamen eben Europäer von überall mit hinein. Das war die Schaffung des Euro, so kann man es auch sehen. Und diejenigen, da sind dann eben einige beigetreten diesem Euro, die sich nicht klar gemacht haben, dass das bedeuten wird, dass die strenge Geldpolitik der Bundesbank in Zukunft fortgesetzt wird. Sie ist im Grunde noch strenger geworden, als sie zu Bundesbankzeiten war. Die Preisniveauentwicklung ist noch niedriger geworden. Die durchschnittliche Preissteigerungsrate ist deutlich gesunken in den EZB-Zeiten gegenüber den Bundesbankzeiten. Und deswegen ist es also für die Beitrittsländer noch viel schwieriger geworden, sich konjunkturell zu entfalten, als es zu den Zeiten, als wir die Bundesbank noch hatten und als die Bundesbank die Geldpolitik der anderen Länder stark beeinflusst hat, als wir diese Situation hatten, von der sich die anderen Nationen durch die Schaffung des Euro befreien wollten. Die Alternative, die jetzt gegeben wird. Ja. Ja, können Sie machen. Ja, kein Problem. Wie erklären Sie das dann, das Empfinden der Menschen, dass die Preissteigerung höher ist? Also liegt es an der Zusammenstellung des Warenkorbs, der einfach so unrealistisch ist, oder wie diese Inflation bestimmt wird? Oder am gesunkenen Lohnniveau oder beziehungsweise am konstant gegebenen Lohnniveau, was so wenig gestiegen ist wie noch nie? Naja, also das Verhältnis Preisentwicklung-Lohnentwicklung ist eben anders, als es früher war. Das ist etwas, was die Menschen empfinden. Und dann in der Zeit der Umstellung von der D-Mark auf den Euro, da erlebten wir, dass es Branchen gab, die meinten, sie streichen jetzt D-Mark weg und schreiben Euro dahinter, lassen die Betragsziffer aber gleich. Das haben die Friseure und die Gaststätten in besonderem Maße getan. Na, die Mieten konnte man so nicht erhöhen, also die wurden umgerechnet. Aber es hat natürlich jede solche Währungsumstellung. Selbst wenn sie, da waren wir in Deutschland in der glücklichen Situation, über den Daumen konnte man ja 1:2 rechnen oder 2:1 rechnen. Die hatten es noch relativ einfach, andere hatten ganz komplizierte Wechselkurse, sind mit anderen Wechselkursen eingetreten, und diese anderen Wechselkurse machten es viel schwieriger, die alten Preise, die jeder so im Kopf hatte, dann mit den neuen Preisen zu vergleichen. Da ist also vielleicht auch deshalb in dem einen oder anderen Land die Inflationsrate etwas leichter durchgegangen als bei uns, wo da immerhin noch mit leichtem Kopfrechnen das einigermaßen abtastbar war, alte Preise, neue Preise. Ich habe jedenfalls viele Jahre gebraucht, bis ich so in dem Bereich, wo man seltener eine Anschaffung macht bei Kleidung und so weiter, dann ein Gefühl für Preise wieder bekam. Da hat man noch jahrelang in D-Mark gerechnet und dann immer umgerechnet.
einigermaßen ein Gefühl dafür zu haben, ist das Preisangebot günstig oder ungünstig. Und das sind eben Dinge, die sehr stark in den Gewohnheiten sind und wo man nicht leichtfertig davon abgehen darf. Deswegen ist Preisniveaustabilität eigentlich für die Wirtschaft etwas sehr, sehr Wichtiges, weil dann diese Orientierung an gewohnten Preisen bei jedem Verbraucher, ohne dass er viel rechnet, dann eben einfach viel sicherer wird. Ich sagte es vorhin schon, das Kalkulieren wird sicherer und die auch langfristige Preisvergleiche über längere Zeiträume werden einfach verlässlicher und dadurch wird rationaler gewirtschaftet und deswegen produktiver gewirtschaftet. Jetzt, das ist eine Gefühlssache mit den Preisen. Die Menschen, das kann man nicht bestreiten. Die gefühlte Inflation ist sicher härter, hängt aber mit der Lohnentwicklung eben auch relativ stark zusammen, dass die so ausgebremst worden ist in dem europäischen Kontext, so wie ich es Ihnen erläutert habe. Und die Frage ist jetzt, im Euro bleiben ist für Griechenland schwierig. Aus dem Euro auszutreten, es wäre zwar ökonomisch machbar, und rechtlich dann schließlich auch, aber es ist eigentlich nicht wünschenswert. Gibt es da eine Möglichkeit, diese Dinge miteinander zu verbinden? Und das ist die Idee der Parallelwährung. Wir haben in der ganzen Welt immer wieder Beispiele erlebt, dass in einem bestimmten Wirtschaftsraum mehrere Währungen nebeneinander existieren. Wir kennen vor allen Dingen auch in den Touristenzentren entlang der Landesgrenzen und so weiter die Situation, dass die Menschen mit zwei Währungen umgehen. Die eine ist die offizielle Landeswährung, die andere ist die Währung des Nachbarlandes und man kann in jedem Geschäft entscheiden, mit welcher Währung man bezahlen will. Das funktioniert also reibungslos. Die Menschen sind da sehr schnell in der Lage, sich da umzugewöhnen und ihre Nachfrage von dem einen Land ins andere zu verlagern. Wenn sich die Wechselkurse ändern, wie jetzt zwischen dem Euro und dem Schweizer Franken, also an der deutsch-schweizerischen Grenze, haben sich die Warenströme, viele Warenströme, also radikal umgedreht. Die Schweizer kommen jetzt am Samstag und belegen die Konstanzer Parkplätze. Da gibt es also keine Chance mehr für die Deutschen. Und das hat also ein ganz gewaltiges Ausmaß angenommen. Das geht so weit, dass die Bankautomaten, die Bargeld, wo man sich Bargeld holt in der Schweiz, da fragt einen der normale Automat, wollen Sie Euro oder wollen Sie Franken? Ja, als der Wechselkurs dann kippte, da mussten die Banken dann die Eurobestände in diesen Bankautomaten also gleich gewaltig erhöhen. Denn wenn die schon nach Deutschland fuhren, um einzukaufen, dann wollten sie natürlich viele Euro mitnehmen. Nicht? Das ist klar. Das ist dann an solchen Phänomenen ist dann abzulesen, wie sich die Käuferströme ganz gewaltig verändern können. Also zwei Währungen in einem Wirtschaftsraum wie im Bodenseeraum sind also etwas, was die Menschen durchaus kennen. Und es kommt gar nicht darauf an, dass beide Währungen sozusagen da die gleiche staatliche Anerkennung genießen. Wenn sie gut verwaltete Währungen sind, dann überlappen die sich ohne weiteres. Die Idee der Parallelwährung besagt jetzt Folgendes. Länder wie Griechenland könnten die Drachme wieder einführen, ohne aus dem Euroraum auszutreten. Das wäre ohne weiteres organisierbar. Die macht natürlich nur Sinn, das habe ich ja schon ausgeführt, wenn dann die griechische Zentralbank, die neue Drachme, eine andere Geldpolitik macht, als es die EZB macht. Nämlich, solange man keine Geldreform im Sinne von Silvio Gesell durchführt, würde das eben heißen, die neue Drachme wird eben stärker inflationiert, um dafür zu sorgen, dass die neue Drachme nicht gehortet wird. Dafür sorgt die Inflation genauso wie eine Geldumlaufsicherung nach dem Vorschlag von Silvio Gesell. Und man würde also da auf diese Art und Weise den Griechen die Möglichkeit geben,
mit Geldpolitik, mit der neuen Drachme, mit Geldpolitik, Konjunkturpolitik zu betreiben, zu Vollbeschäftigung zu kommen, dadurch wieder Steuern zu zahlen und dadurch eben auch einen Beitrag zum Abtragen dieser Staatsschulden leisten zu können, soweit die nach einer Insolvenz eben noch Staatsschulden übrig bleiben. Da bleiben natürlich immer welche übrig. Und neue Staatsschulden sollte Griechenland natürlich auf absehbare Zeit nicht mehr machen. Der Staat muss deswegen weiter sparen. Die Staatshaushalte sind noch nicht in Ordnung in Griechenland, sondern da steht noch einiges an. Das bedeutet aber, von der Seite des Staatshaushalts kommen nur negative Konjunkturimpulse. Positive Konjunkturimpulse können nur von der Geldpolitik herkommen. Und deswegen sollte man sich fragen, kann man nicht mit Hilfe einer Parallelwährung alles das bewirken, was man bei einem Austritt aus dem Euroraum mit einer neuen national geführten Drachme bewirken kann? Und da gibt es eigentlich nichts, was dagegen spricht. Man hat nur den Umstand, zwischen der neuen Drachme und dem Euro gibt es freie Wechselkurse. Der Euro bleibt gesetzliches Zahlungsmittel, auch in Griechenland. Man kann mit Euro bezahlen oder mit der neuen Drachme bezahlen. Wir kommen dann gleich auf die Einzelheiten, aber stellen Sie mal Ihre Frage. Ja, weil Sie gerade sagten, weil er nicht dagegen spricht. Ich frage mich, spricht dagegen, dass eventuell die Finanzeliten von der Wall Street gar nicht wollen, dass Griechenland sich irgendwie rettet, also zum Beispiel halt mit der Parallelwährung, sondern dass genau dieses Land irgendwie so immer tiefer in die Krise kommen soll? Nee, an Krisen ist nur vorübergehend zu verdienen. Insofern würde ich sagen, es gibt da natürlich Wall Street Leute, die meinen, sie könnten an einer Dauerkrise verdienen. Ja? So leicht sollen sich diese Herrschaften ihr Spekulationsgeschäft nicht machen. Nein, das sind Gott sei Dank alles demokratische Entscheidungen. Das wird in Griechenland entschieden. Das ist in Europa natürlich auch mit zu entscheiden, will man das tolerieren, eine Parallelwährung, eine nationale Währung, überlappend mit dem Euro, dass der Euro in Griechenland existent bleibt und daneben eine neue Drachme als Parallelwährung eingeführt wird. Da werden alle möglichen Instanzen, Banken, Wall Street und natürlich ihren Einfluss versuchen geltend zu machen. Aber in diesen Dingen passiert letztlich das, was die Wahlbürger wollen und mittragen. Es ist der jetzige Zustand, dass man versucht, der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank in Griechenland Geltung zu verschaffen und den griechischen Staat zu zwingen, unter diesen Bedingungen dieser Konjunkturpolitik, die von der Europäischen Zentralbank bestimmt wird. Sie sagt immer, sie macht keine Konjunkturpolitik. Sie sagt, sie macht Geldpolitik. Sie hält nur das Preisniveau stabil und das ein stabiles Preisniveau sei für das Wachstum der Wirtschaft absolut ideal. Kann ich Ihnen auch begründen, aber ist leider so nicht richtig. Mit einer höheren Inflationsrate hätten wir wesentlich mehr Wirtschaftswachstum, als wir jetzt im Moment haben. Also wer Wirtschaftswachstum will, der sollte diesen Weg gehen und damit viele verteilungspolitische Konflikte bewältigen helfen. Ich weiß, dass da Probleme drin stecken, aber das sind Übergangsprobleme bis zur Vollbeschäftigung. Nach der Vollbeschäftigung sieht das dann plötzlich alles ganz anders aus. Das sollte man dann auch zur Kenntnis nehmen. Jedenfalls das Wesentliche ist, zunächst einmal, was wäre eigentlich volkswirtschaftlich überhaupt denkbar und was könnte man empfehlen? Und in diesem Kontext ist es als dritter Weg zwischendrin bleiben, in dem Euroraum mit Fortsetzung der Politik der Europäischen Zentralbank, wie wir sie kennen, und Austritt aus dem Euroraum, um eine nationale Geldpolitik machen zu können, die sich von der europäischen Geldpolitik unterscheidet, wäre das ein dritter Weg, der beides miteinander verbindet. Eine nationale Geldpolitik, die die nationale Wirtschaftskonjunktur fördert, und dadurch auch den griechischen Staat ökonomisch wieder stabilisiert und die auf der anderen Seite auch Absatzchancen dann für das übrige Europa natürlich gibt. Es wird nicht mehr so viele Importüberschüsse in Griechenland dann geben.
Das wird durch den freien Wechselkurs verhindert werden. Aber ein Land, das ökonomisch prosperiert, wird natürlich aus dem übrigen Europa mehr importieren als ein Land, das ökonomisch zusammenbricht. Also das ist eben überhaupt keine Frage. Da müsste man aber auch die Löhne und Gehälter und Renten indexieren. Wenn man eine höhere Inflationsrate macht, kann man das machen. Man kann aber gerade bei den Löhnen und Gehältern auf die regelmäßigen Tarifverhandlungen auch vertrauen. Dieses haben Ökonomen wie Milton Friedman und Herbert Giersch, also die ganz großen Ökonomen, schon in den 70er Jahren gesagt. Was? Dass eine höhere Inflationsrate kein Gerechtigkeitsproblem ist, weil die Gesellschaft ihre Anpassungsmechanismen längst entwickelt hat. Und dann haben sie hinterher gesagt, wenn man auf diese Anpassungsmechanismen nicht vertrauen will, dann könne man ja indexieren. Ja? Also was die Bundesbank früher immer verhindert hat, dass bei uns viele langfristige Verträge indexiert werden, das ist, seit wir den Euro haben, wesentlich freier zulässig geworden. Also Sie können heute private Verträge in der Regel indexieren, ohne dass Sie da nach Genehmigungen fragen müssen und so weiter. Das ist durchaus ein Fortschritt, den wir jetzt haben und den man dann auch nutzen kann. Das Wesentliche ist, dass die Leute, auch wenn sie alle Verträge indexieren, mit ihrem Geld anders umgehen, wenn Inflation herrscht. Das ist das, was Milton Friedman und Herbert Giersch nicht gesehen haben. Ja? Sie haben dann gesagt, wir brauchen die Inflation nicht zu machen, ein stabiler Geldwert leistet das auch, denn das hebt sich ja gegenseitig auf, wegen dieser Anpassungsprozesse. Das ist aber falsch. Das konkrete Verhalten, das Umgehen mit dem Einkommen, das man laufend erzielt oder mehr oder weniger regelmäßig erzielt, ändert sich, weil man eben weiß, man muss bald entscheiden, was man kauft und was man spart und dass man das, was man spart, dann langfristig so anlegen muss, dass hohe Zinsen einen die Inflationsrate ausgleichen. Bei kurzfristigen Zinsen ist das nie zu erreichen. Ja, deswegen wird dann die Anlage langfristiger und das erspart uns dann manche Finanzkrise. Ja, das, wir wollen doch von der Zinswirtschaft wegkommen. Natürlich, kommen wir doch nur, wenn wir das Kapital vermehren. Dazu muss die Wirtschaft zuerst mal brummen, sonst kommen wir von der Zinswirtschaft eben nicht weg. Von der Zinswirtschaft kommen wir nur weg, wenn sich das Kapital vermehren kann. Das Kapital kann sich nur vermehren, wenn die Konjunktur brummt. Damit geht es immer los. Man muss das immer in Schritten denken. Das Kapital vermehrt sich neuerdings auch völlig unabhängig von der realen Wirtschaft. Das ist eine statistische Täuschung. Aber eine Billion ist innerhalb eines halben Jahres in die europäischen Banken gepumpt worden. Ja, das ist ja nicht irgendjemand anders weggenommen worden, sondern das ist dem. Das ist noch nicht einmal gedruckt, das sind nur Buchungen. Ja, nein. Ich kenne doch die Zahlen. Das Problem ist, wir haben eine riesige Kapitalvermehrung und dieses Kapital hält sich im kurzfristigen Bereich auf. Deswegen wird es dauernd umgeschlagen, deswegen haben wir diese Irrsinnsumsätze an den Börsen und wir haben dieses spekulative Element in den Verhältnissen drin. In dem Moment, wo Sie durch eine höhere Inflationsrate auf jeden einzelnen Sparer und Geldanleger Druck ausüben, dass er Verluste macht, wenn er im kurzfristigen Bereich bleibt. Das ist der Witz. Dann ändert er auch dieses Verhalten. Er kauft nicht nur, was er kaufen will, heute statt morgen, denn morgen ist alles teurer in der Inflation. Er kauft heute, also zügiger. Und entsprechend verhält er sich auch in dem Bereich seiner Ersparnisse und seiner Geldanlagen. Und das gilt dann nicht nur für den kleinen Mann, sondern auch für die großen Fonds. Man trocknet also diesen riesen Topf von Spekulationskapital aus, wenn die Leute anfangen, sich inflationsgerecht zu verhalten. Darum geht's. Wenn das mit der Inflation nicht klappt, dann klappt es auch nicht mit dem alternden Geld oder mit dem Schwundgeld von Silvio Gesell. Ja, also darüber sollte man sich im Klaren sein. Ja, das ist der Witz. Nicht? Deswegen der Inflationsweg ist ein Kompromissweg, den wir heute gehen können, ohne
demokratische Mehrheiten für die Einführung einer Geldreform im Sinne des Gesetzes zu haben. Irgendwann werden wir diese demokratischen Mehrheiten erreichen können. Aber dann müssen die Leute erst begriffen haben, welches Verhalten wir bei dem einzelnen Wirtschaftsbürger verändern müssen. Im Kaufverhalten und im Geldanlageverhalten. Und wie wir dieses eben mit einem Schwundgeld erreichen können oder einem alternden Geld, wie ich lieber sage, oder eben mit einer konstanten Inflationsrate unter, aber nahe 5%. Ja. Jetzt noch einen weiteren kurzen Gedankenschritt, bitte. Kann man die Frage so stehen lassen, die Sie gestellt haben, auf welches Verhalten wir beim anliegenden Bürger erreichen wollen, oder kann man das auch, oder müsste man es umformulieren, dass man sagt, bei den anliegenden, also bei den institutionellen Anlegern? Ja, was Sie beim Bürger beobachten können, werden Sie dann auch bei den Institutionen beobachten. Ja, das haben die die gleichen... Die unterliegen ja derselben Inflationsrate, wenn wir mal in diesem Denkschema arbeiten. Ja, nicht, die erleiden für das, was sie liquide halten, auch den Inflationsverlust und sind dadurch genötigt, an die langfristigeren Anlagen zu denken. Und unter dem Einfluss der Inflationsrate wird eben typischerweise die Zinsstrukturkurve steiler. Ich weiß nicht, ob Ihnen das ein Begriff ist. Kurzfristige Zinsen sind niedrig, langfristige Zinsen sind hoch. Das nennt man die Zinsstrukturkurve. Und unter dem Einfluss der Inflation gehen die Realzinsen in den negativen Bereich. Realzins ist der nominelle Zins, der am Markt bezahlt wird, abzüglich der Inflationsrate, die erwartet wird. Also die Inflationserwartungen müssen stabilisiert werden, denn die Erwartungen prägen das Verhalten. Nicht? Deswegen schwankende Inflationsraten, die haben keine stabilen Inflationserwartungen zur Folge. Und die Vergangenheitsverhältnisse waren immer die schwankenden Inflationsraten. Deswegen kann man aus der Vergangenheit dafür keine handfesten Beispiele bringen, dass die Inflation die Konjunktur fördert. Dort, wo die Konjunktur gut gelaufen ist, war sie immer mit Inflation verbunden. Aber dann haben wir auch Stagflationszeiten gehabt. Das heißt, wir hatten noch Inflation, aber schon massive Bremsmanöver der Notenbanken. Und diese führten zum Konjunktureinbruch, bevor dann die Inflationsrate runterging. Weil die Inflationsrate runterging, weil die Konjunktur runterging. Gute Konjunktur ist nur mit Inflation zu haben. Ja, das ist eben der Witz. So kann man auch Stagflation mal richtig verstehen. Nicht? Die wird ja dann immer als das Gespenst herbeigeredet und so. Ich wollte noch einen weiteren Schritt machen bei den Vorschlägen für Griechenland. Mit der Parallelwährung haben Sie das Problem doppelte Preisauszeichnung in jedem Laden, überall. Sie haben das Wechselkursproblem mit dem Wechselkursrisiko zwischen dem Euro und der neuen Drachme. Das erschwert sozusagen die Rationalität des Wirtschaftsverhaltens eben durchaus. Die Binnenwirtschaft wird, wenn es alles vernünftig angelegt wird, in Drachme im Wesentlichen laufen und der Euro wird im Wesentlichen den Außenwirtschaft und Tourismusbeziehungen und so weiter dienen und dem Sparen vielleicht. Das kann sein. Aber wir werden keine Schwierigkeiten haben, mit einer Parallelwährung die Konjunktur in Gang zu bringen, aber für einen hohen Preis. Kann man den vermeiden? Das geht. Nach dem Modell der Regionalwährungen, Chiemgauer und so weiter, man könnte sagen, man führt keine volle Währung ein. Eine Währung ist auch immer ein Wertmesser. Wir machen die neue Drachme nicht als neue Währung, sondern wir machen sie als ein Nebengeld zum Euro, aber ein Nebengeld mit einer anderen Art der Umlaufsicherung, als es die Inflation ist, nämlich mit einer Umlaufsicherung durch Geldhaltegebühren. So wie beim Chiemgauer, bei jedem Regiogeld, dass wir eben für den Umlauf dieses Geldes eben dadurch sorgen, dass wir das Bargeld besteuern. Die Besteuerung des Bargeldes, also die Gebühren auf das Halten von Bargeld,
die schlagen auch immer auf alle anderen kurzfristigen Geldanlagen durch. Darüber braucht man sich dann gar keine langen Gedanken zu machen. Wenn das Bargeld eben nichts ist, was man bei sich behalten kann, ohne einen Verlust zu haben, sondern wenn man mit dem Halten von Bargeld immer Verlust macht, können die nominalen Zinsen in den negativen Bereich rutschen. Vorher können sie es nicht. Bei unserem bisherigen Geld können die nominalen Zinsen nicht negativ werden, nur die Realzinsen mit Hilfe der Inflation. Ja? Und deswegen, wenn Sie sagen, Sie machen ein Nebengeld, das Sie mit Geldhaltegebühren belasten, dann haben Sie nur noch eine einfache Preisauszeichnung. Es gibt nur Euro-Verträge, es gibt nur Euro-Preise. Es gibt aber zwei Zahlungsmittel, den Euro wie bisher und daneben dieses Nebengeld, das mit Durchhaltekosten belastet ist. Und wenn der Staat seine Ausgaben alle nur in diesem Nebengeld macht, dann läuft das gnadenlos in der Wirtschaft um. Denn dieses Nebengeld will dann jeder loswerden. Das hält keiner fest. Und es ist gesetzliches Zahlungsmittel. Dazu muss man es dann machen durch Gesetzgebungsakt, dass es jeder annehmen muss. Obwohl er eine Euro-Forderung hat, kann die in Nebengeld beglichen werden. Wenn es ein inländischer Vertrag ist. Im Außenhandel kann man das nicht zum Gesetz machen. Aber im inländischen Vertragsverhältnissen ist das gar kein Problem. Und dann haben Sie ein rationaleres Rechnungswesen, nämlich nur einheitlich das alte Euro-Rechnungswesen. Sie haben ein Zahlungsmittel, das dafür sorgt, dass die erzielten Einkommen, soweit sie in diesem Zahlungsmittel ausgezahlt werden, und der Staat wird das bei all seinen Einkommen, die er verteilt, wird er das machen. Und die Wirtschaft wird dazu auch berechtigt sein, weil auch fürs Arbeitsrecht gilt, das ist zwar ein Euro-Vertrag, der Arbeitsvertrag, aber es ist ein inländischer Vertrag. Er kann selbstverständlich dann in diesem Nebengeld erfüllt werden. Und das bedeutet, dass also bei allen Einzelhändlern und so weiter sehr schnell dieses Nebengeld landet und die das natürlich auch weitergeben und die Gehälter für ihre eigenen Angestellten dann damit auch bezahlen. Also die Nebengeldlösung ist eine Lösung, die viele Vorteile hat gegenüber der normalen Parallelwährung, die man schon immer irgendwo in der Welt beobachten konnte. Und sie ist einfach aus dem Modell der Regiogelder entwickelt und als ein staatliches Nebengeld, das nicht mehr auf privater Initiative beruht und deswegen auf freiwilliger Annahme, sondern sozusagen staatlich in Umlauf gesetzt wird. Ist das so, so etwas wie der Taxus, dass der Staat ausgibt und man kann damit seine Steuern bezahlen? Ja, ja, natürlich kann man auch alle Verbindlichkeiten gegenüber dem Staat erfüllen, also Steuern bezahlen oder sonstige Gebühren und ja, was zahlen wir denn noch alles an den Staat? Ja, nicht, also seine Verträge laufen dann, wenn so ein großer Marktbeteiligter wie der Staat sagt, ich benutze prinzipiell dieses Nebengeld, nur wenn ich ans Ausland alte Euro-Schulden bezahlen muss, dann nehme ich den Euro in die Hand. Ja? Dann haben Sie also die Situation, dass das auch wirklich ganz schnell in Umlauf kommt und im Umlauf bleibt. Es ist dann so viel in Umlauf, dass die Europäische Zentralbank dann damit rechnen muss, dass sich die Geldmenge erhöht und die Wirksamkeit eines Teiles dieser Geldmenge höher ist, als sie es vom Euro her gewöhnt ist, dass sie also mit einer kleineren Nebengeldmenge eine große Euro-Geldmenge ersetzen. Ja, das werden die aber alles schaffen. Ja, also da habe ich keinen Zweifel. Wenn das mal sozusagen gewollt wird von Griechenland, und Griechenland hat jetzt einen Ministerpräsidenten, der selber bei der Europäischen Zentralbank war. Also wenn es uns gelingt, dem das klarzumachen und der das will und die demokratischen Entscheidungen zustande bringt, ja, dann hätten die jemanden, der das in Europa gut vertreten kann. Ja, der für die satisfaktionsfähig ist, wie man früher gesagt hat. Ja, also, jetzt hätten Sie dieses Grundkonzept gehört. Vom Seminar für freiheitliche Ordnung haben wir das jetzt in diesem Positionspapier, das Sie auf den Sitzen fanden, formuliert.
Und wir haben eben nochmal den Zusammenhang mit dem demokratischen Funktionieren dieser Staaten sehr betont in diesem Papier, einleitend und im Schlussabsatz. Weil es eben ganz entscheidend ist, dass man Staat und Wirtschaft als einen Zusammenhang betrifft, als interdependente Ordnungen. Und nur in dem Maße, wie wir die wirtschaftlichen Verhältnisse vernünftig regeln, bleiben die demokratischen Staatswesen innerhalb Europas entscheidungsfähig und reformfähig. Und Griechenland braucht viele Reformen. Aber man kann nicht mit diesen schweren Strukturreformen, die die auch machen müssen, anfangen, wie ihnen das immer von Deutschland und so weiter empfohlen wird. In einer Situation, wo die Wirtschaft zusammenbricht, können sie die Strukturen nicht reformieren. Da kriegen sie nie die demokratischen Mehrheiten. Wenn aber Vollbeschäftigung herrscht, dann ist die Bevölkerung viel eher bereit, Strukturreformen zu machen, die traditionelle Arbeitsplätze kosten. Weil alle wissen, wer dort arbeitslos wird, findet sofort wieder irgendwo anders einen neuen Platz. Das ist das Entscheidende. Das ist auch für die Umweltpolitik so wichtig. Vollbeschäftigung ist die Basis dafür, dass Sie harte Umweltpolitik machen können. Wenn Sie keine Vollbeschäftigung haben, dann scheitert jede Umweltpolitik, weil vernünftige, also langfristige Umweltpolitik heißt Umbau der Industriegesellschaft, heißt Verlust von alten Arbeitsplätzen. Und solange Sie nicht sagen können, wo die neuen Arbeitsplätze herkommen, und da nützt es nichts zu sagen, ja, hier Windkraft und so weiter brauchen wir, ja, Sie müssen eine Vollbeschäftigung haben in der Wirtschaft, dass Arbeitsplatzschutz kein Thema mehr für die breite Masse der Wähler ist. Das hört dann auf, ein Thema zu sein, wenn Vollbeschäftigung. Ja, dann sind umweltpolitische Standards leicht durchsetzbar. Dann sind solche Strukturreformen, die man sich Griechenland massenhaft vorschlägt, plötzlich auch demokratisch durchsetzbar. Weil die Mehrheit dann immer sieht, ja, das sind ja alles Privilegien, das sind ja Sonderinteressen, die müssen mal weg. Angeblich kostet eine Taxikonzession in Athen 100.000 Euro. Eine Taxikonzession. Solche Strukturen haben die noch. Das ist unglaublich. Ja. Und also denen stehen wirklich schwere Abbau von solchen Privilegienstrukturen in allen Bereichen, auch das ganze Transportwesen, LKW und so weiter, ist von ähnlichen Strukturen beeinflusst. Das passt alles noch nicht in den europäischen Markt hinein. Aber das dann durchzusetzen, das wirklich sinnvolle marktwirtschaftliche Reformen zu machen, geht erst, wenn sie die Konjunktur in Gang bringen. Wie stehen die Chancen? Jetzt meldet er sich zum ersten Mal, Sie waren schon öfter dran. Könntest du vielleicht noch mal kurz erläutern, wie der in Euro lautende Schuldenabbau funktionieren soll? Also wir haben ja jetzt einen Schuldenverzicht gehabt, diesen sogenannten Freiwilligen, ja, diesen freiwilligen Zwang. Der reicht ja nicht aus. Genau. Weil die Überlegung ist ganz einfach. In Europa hat man ja den Standard gesetzt, mehr als 60% des Bruttoinlandsproduktes sollten als Staatsverschuldung nicht existieren. Trotz dieses Schuldenverzichts hofft man, dass es im Jahre 2020 nur noch eine Staatsverschuldung von 120% gibt. Also das ist auch eigentlich nicht tragbar. Denn die 60% waren das, was bei normaler Konjunkturentwicklung tragbar ist an Staatsverschuldung. Ein bisschen mehr ist wohl auch noch tragbar. Deutschland hat ja jetzt auch über 80%. Also sieht noch ganz gut aus bei uns. Aber ein gemütlicher Zustand ist es nicht, den wir haben. Wir sollten das durchaus auf die unter 60% drücken im Laufe der Zeit. Herr Schäuble macht aber nicht viel Anstrengung in der Hinsicht. Das kann man vergessen. Die Sache ist eben schwierig, solche Standards zu erreichen. Aber wenn es mit einer neuen Geldpolitik, Parallelwährung oder Nebengeld, so wie ich es vorgeschlagen habe, gelingt, die Wirtschaft wirklich stärker in Schwung zu bringen, als man das bisher kennt, eine wirkliche Vollbeschäftigung herbeizuführen, dann sind auch hohe Staatsschuldenraten tragbar. Man muss sie aber durch ein geregeltes Insolvenzverfahren eben auf ein vernünftig tragbares Niveau reduzieren. Und das, da kann sie dann natürlich zu- und abgeben. Das ist eine Sache der europäischen Gesetzgebung.
zu sagen, wie hoch darf die Staatsverschuldung sein, dass ein Staat noch ordentlich funktioniert, eine Rechtsordnung aufrechterhalten kann, dass die Bürger gut wirtschaften können, damit der Staat dann auch Einnahmen erzielt, die es ihm möglich machen, die Schulden, die er noch hat, zu verzinsen und zu tilgen. Ja, also da das richtige Maß zu finden, das ist die Aufgabe eines Gesetzgebers und eines konkreten Insolvenzverfahrens. Aber bei einer neuen Drachma und starker Inflation werden die Schulden ja deutlich höher. Das heißt, im Kopf haben Sie schon, dass es wahrscheinlich eher realistischer ist, dass Sie auf die Zurückzahlung verzichten werden. Ja, nochmal, der erste Schritt, man muss mehrere Schritte gehen. Der erste Schritt ist eine geregelte Insolvenz, die die Staatsschuldenlast so weit reduziert, dass bei normaler, und dieser erste Schritt sollte in jedem Falle unter Euro-Regime stattfinden, auch wenn dann ein Austritt folgt und so weiter. Denn nur im Euro ist sozusagen klar nachvollziehbar, was da eigentlich passiert. Ein chaotischer Austritt mit chaotischer Abwertung und so weiter, das würde alles dann auch gleichzeitige Insolvenz mit einem ad hoc erfundenen Insolvenzverfahren, Londoner Club und so weiter, das sind immer ad hoc Erfindungen. Da gibt es viel Routine darin, für ein Land ein solches Verfahren zu organisieren. Das ist keine Frage. Aber es ist immer ein ad hoc Verfahren. Man weiß vorher nie, ob es also wirklich als Verfahren funktionieren wird. Ja? So etwas Ähnliches, so ein Gewürge wie jetzt dieser freiwillige Schuldenverzicht. Ja? Nicht, das bleibt ein schreckliches Gewürge. Nicht, und ein geregeltes Insolvenzverfahren ist also da also eine ausgesprochen transparente Angelegenheit, auf die man sich dann auch einlässt. Denn ohne dass ein Staat sagt, ich will jetzt so ein Insolvenzverfahren, für mich geht es nicht. Ja? Nicht? Also, deswegen brauchen die Bürger dieses Staates, bevor die diesen Schritt machen, in eine Insolvenz des Staates hinein, brauchen Sie eine wirkliche Klarheit, wie wird das laufen und was ist für uns der Vorteil eines solchen Verfahrens. Dazu muss es in erster Linie zeitlich begrenzt sein und ein Ende haben. Und es muss klar sein, während dieses Verfahrens und danach ist uns ein Existenzminimum für unseren Staat gesichert, damit er die Mindestverpflichtungen gegenüber uns Bürgern erfüllen kann und so weiter. Ja. Das ist alles diese Interdependenz von demokratischer Staatsordnung einerseits und Lösung der ökonomischen Probleme andererseits. Das ist eine starke Resignationsfrage, die Ordnung, diese Interdependenzen zu denken. Chapeau. Nur ein Wort, Chapeau. Wie werden denn die Preise ausgezeichnet dann in Griechenland? Wenn feinwechselige Währungen zugelassen sind, die aber einen Feinwechselkurs haben? Also, wenn es echte parallele Währungen sind, müssen sie immer zwei Preise auszeichnen. Also an der Schweizer Grenze ist es durchaus üblich in der Schweiz und in Deutschland, also insbesondere war es bisher in der Schweiz, an jeder Tankstelle lesen Sie auch immer Europreise. Genauso groß ausgeschildert wie die Frankenpreise, sogar noch stärker, weil die Deutschland dort auch immer. Ja, den Tanktouristen. Ja, ich bekenne den Tanktouristen. Eine Tankfüllung reicht von Heidelberg an den Bodensee und zurück. Also wird dort am Bodensee getankt und nicht in Heidelberg. Grundsätzlich komme ich immer mit leeren Tank an. Dort sind die Steuern niedriger. Der Wechselkursvorteil ist nicht mehr so groß, wie er mal war. Aber ich will ja heute nicht klagen. Sie hatten noch nicht. Ich habe hier die zweite Frage. War die Auszeichnung bei Parallelgeld? Ja, bei Parallelgeld haben Sie zwei Preise. Wenn Sie das Nebengeld machen, haben Sie den Vorteil, Sie haben nur einen Preis, immer nur den Europreis. Der Nachteil der echten Parallelwährung ist auch, Sie müssen sich bei jedem Vertrag darüber verständigen. Ist das ein Euro-Vertrag oder ist das ein Drachme-Vertrag? Das ist eine gewisse zusätzliche Schwierigkeit. Nicht, da kann es manchmal so Unklarheiten geben. Da sagt der eine, ich wollte dies und der andere sagt, ich wollte doch das. Ja. Nicht, und dann müssen Sie vor Gericht darüber streiten. Schrecklich. Sowas sollte man versuchen zu vermeiden. Also die Nebengeldlösung vermeiden. Ist aber eben damit verbunden, dass man jetzt für das Nebengeld demokratische Mehrheiten braucht. Denn das ist eine Gebühr auf etwas, was bisher keine Gebühren gekostet hat, das Bargeld. Ist was Neues, müssen Sie die Menschen erst davon überzeugen, alles nicht so einfach, 16er.
Ich wollte wissen, wie, ob das nur eine graue Theorie ist oder ob es irgendeine Chance gibt, dass es an die richtige, also... Das ist bis, also in dem Sinne, grob gesagt, ist es im Augenblick graue Theorie. Das Einzige, worauf man sich berufen kann, sind die vielen Bürgerinitiativen, die Regionalgelder machen. Das von Wir kann man. Und dann, ja, die Wir haben keine Urlaubssicherung mehr vor sich. Das ist nur ein Nebengeld, das durchaus zusätzliche Umsätze offenbar bringt, aber nicht diesen gesamtkonjunkturfördernden Effekt hat. Die Nebengeldsachen, also diese Regiogelder, zeigen eben, dass das Gebührenmarken kleben auf die einzelnen Geldscheine natürlich auch noch etwas kompliziert ist. Man könnte das Ganze heute mit elektronischen Mitteln ohne weiteres machen, wenn es der Gesetzgeber einführt. Es ist ja ohne weiteres eben vorstellbar, dass an der Ladenkasse, wo heute über einen Strichcode jede Ware eingelesen wird und der Kassenzettel danach aufgebaut wird. Genauso könnten Sie im Nebengeld, auf jedem Nebengeld einen Strichcode haben, der eben aussagt, dieses wurde dann und dann ausgegeben. Dann weiß man, was der Geldschein heute noch wert ist. Und Sie könnten auf dem Kassenzettel alle Scheine, die Sie als Bezahlung geben, genauso nachher ausweisen wie die Waren. Und da geben Sie zwar einen 100er-Schein, der ist aber vielleicht nur noch 85, irgendwas wert. Das weist dann die Kasse aus. Und die addiert dann eben die Summe der Waren und die Summe der gegebenen Geldscheine gegeneinander. Kleines Problem haben Sie das Vertrauen beim Rückgeld, dass das also in Ordnung ist. Und da weiß ich noch nicht, ob dann die Kaufleute immer nur ganz frisches Geld ausgeben, wo man also mit bloßem Auge und nicht nur am Strichcode sieht, dass das ganz frisches Geld ist. Steiner hat das dann junges Geld genannt, weil er von alternden Geld gesprochen hat. Aber das ist eben, da könnte man sich auch andere elektronische Lösungen vorstellen, aber das wäre zum Beispiel eine, die sich die Leute, glaube ich, leicht vorstellen können. Und wir hatten ja früher auch solche Telefonkarten mit einem Chip und da gab es auch solche Lesegeräte dafür, die waren wohl gar nicht so teuer. Geldkarten? Nein, die Geldkarte ist ja auch eine Lösung. In die Geldkarte können Sie das natürlich auch einprogrammieren. Ist überhaupt kein Problem. Dass immer zwischen zwei Buchungen, die auf der Geldkarte erfolgen, ob es eine Zubuchung oder eine Abbuchung ist, ganz egal, es wird immer der Zeitraum seit der letzten Buchung, wird die Gebühr wie ein Zins berechnet und abgebucht, bevor dann eine neue Buchung erfolgt. Ja? Da können Sie dann viel exakter, nicht der Chiemgauer, alle 3 Monate 2%, ja, das sind immer so grobe Schritte, 2% sind ja schon ein relativ grober Schritt, ja, nur weil man möglichst selten Marken kleben will. Ja, mit elektronischen Sachen können Sie das alles viel präziser und gerechter machen. Im Grunde löst der Chiemgauer nur alle 3 Monate einen Puls aus, wenn man es genau nimmt. Bitte? Der Chiemgauer löst nur alle 3 Monate also einen Impuls aus, das Geld nun endlich auszugeben. Okay. Ja, nicht? Während, wenn Sie so eine Tagesabrechnung haben, dann juckt Ihnen das Geld im Beutel. Ja. Ich wollte es gerade sagen, man hat ja ein bankisches Jahr ungenau auf 360 Tage geeicht, was natürlich nicht stimmt. Ja. Und dann könnte man das an 360. eines Wertes dann halt immer elektronisch abrechnen. Ja, klar. Und die Feiertage lassen wir aus und dann kommt es auf 365 oder 360. Man müsste es tatsächlich physikalisch genau machen nach den Minuten. Ja, man kann ja sonntags nicht einkaufen. Nee, Alkohol wollen wir doch mal berücksichtigen. Ja. Ja. Alles möglich. Ist also eine Ingenieursaufgabe, ne? Ich habe gelernt, dass er Ingenieur ist. Frau Schrapper. Ich möchte nochmal fragen, warum diese Fließimpuls, Geldhaltegebühr oder wie auch immer ich es nenne, in welcher Weise sich das als dämpfend auf spekulative Käufe, da tue ich jetzt sofort natürlich an Rohstoffe, Boden, denke. Warum wirkt es da dämpfend? Sie haben das, glaube ich, vorher ganz kurz erwähnt, aber ich habe es noch nicht richtig verstanden.
Hol mal ein bisschen aus. Wenn Sie die Konjunktur stabilisieren, dann werden Sie bei den Rohstoffen zum Beispiel nicht mehr solche Preisschwankungen haben. Nicht? Wenn die Konjunktur brummt, werden Rohstoffe gebraucht, dann springen die Spekulanten drauf und rechnen mit Rohstoffpreissteigerung. Wenn die Konjunktur sich abschwächt, rechnen Sie mit weniger Rohstoffnachfrage, also mit sinkenden Rohstoffpreisen, also steigen Sie aus oder machen eine Spekulation auf sinkende Preise. Die Schwankungen der Rohstoffpreise, die Schwankungen der Aktienpreise, die Schwankungen, ja, sind das Lebenselixier der Spekulation. Damit fängt es mal an. Also, dass wir die Konjunktur stabilisieren, macht die Spekulationsspannen, also das, was man da gewinnen kann, deutlich kleiner. Ja? Also vergessen Sie die Finanztransaktionssteuer, die können Sie also in der Pfeife rauchen im Vergleich dazu, was Sie mit der Stabilisierung der Konjunktur erreichen, ja? Den Spekulanten das Geschäft zu verderben. Zweitens, ich machte schon darauf aufmerksam, der normale Sparer, und zwar der kleine Sparer, der seine Ersparnisse erhält, der furchtbar gerne liquide. Und entschließt sich außerordentlich schwer, diese Ersparnisse bei der Bank für 5 oder 10 Jahre abzuliefern. Er gibt es der Bank nur kurzfristig, sie nimmt es auch. Ja. Aber sie darf es nicht langfristig ausleihen. Was macht jetzt die Bank? Ja, sie muss ja eine Zinsmarge erwirtschaften und so. Ja, also gründet sie eine Zweckgesellschaft. Was macht die Zweckgesellschaft? Kauft amerikanische Hypothekenpapiere. Ja, so ist das alles zustande gekommen. So ganz simpel. Und man versucht jetzt durch Bankenregulierung das Problem zu lösen. Lösen sie nicht. Die Banken hatten schon immer die Vorschrift, dass sie aus kurzem Geld nicht lange Auslagerungen machen dürfen. Oder nur in einem sehr, sehr, sehr beschränkten Umfang. Ja, das will man jetzt alles noch verschärfen. Und dann sagen unsere Bankaufseher, die neue Aufseherin, nicht, die Nachfolgerin von Herrn Sanyo, neulich in einem Interview, auch klipp und klar, wir dürfen die Bankenregulierung nicht übertreiben. Das treibt das Geld nur in die Schattenbanken, in den Bereich außerhalb des regulierten Bankensystems und dort kommen wir mit keiner Regulierung schnell genug hinterher. Das ist ein Hase- und Igel-Spiel. Ja? Ja? Also, worum geht's? Wenn wir den Finanzsektor sanieren wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass Otto Normalverbraucher sein Geld bei der Bank so langfristig anlegt, wie er es selber entbehren kann. Ein Teil braucht er immer liquide. Ja, aber er braucht nicht alles liquide. Und er kann also durchaus länger anlegen. Und wenn die Banken das länger kriegen, dann kann das Geld auch im gut regulierten Bankenbereich bleiben und von den Banken langfristig ausgeliehen werden. Und sie brauchen sich nicht des Vehikels von Zweckgesellschaften und so weiter bedienen oder selber spekulieren und so weiter. Ja? Von daher ist dieser ganze Finanzsektor ungesund geworden, dass der Otto-Normalverbraucher eben zu sehr im liquiden Bereich geblieben ist. Das muss man mit aller Nüchternheit sehen. Und wir müssen bei ihm ansetzen, das Bankensystem straff regulieren, macht aber gar nichts. Wenn Otto Normalverbraucher sein Geld, solange wie er es entbehren kann, jeweils dem Bankenapparat zur Verfügung stellt, dann wandert aus dem Bankenapparat nichts ab in den Bereich der Schattenbanken. Die verdienen das Geld dann lieber selbst, wenn sie dürfen. Ja? Und sie dürfen, wenn sie es langfristig reinkriegen, können sie es langfristig ausleihen. Ja, bitte. Sie haben mehrmals darauf abgehoben, es kann nur funktionieren, wenn wir Vollbeschäftigung haben. Ja. Diese Vollbeschäftigung wird aber am laufenden Band manipuliert, indem man Statistiken verändert, indem man Menschen nicht auf Vollarbeitsplätze, Arbeitsplätze auf Vollarbeitsplätze umrechnet. Es wird vorgetäuscht, als ob sie alle beschäftigt werden. Noch nie haben so viele Menschen bei uns in Deutschland gearbeitet, wird uns immer vorgepredigt. Aber in welchen Arbeitsverhältnissen? Ja, da, klar. Über 1,5 Millionen brauchen noch einen Zuschuss, ja um existieren zu können. Ich habe ja nicht gesagt, dass wir heute Vollbeschäftigung hätten.
sondern in der Vollbeschäftigung kann jeder, und die definiere ich so, jeder kann so viel arbeiten, wie er arbeiten möchte. Dann werden viele, die heute vollbeschäftigt sind, ihre Teilzeitwünsche endlich durchsetzen können. Andere machen Überstunden auf Teufel komm raus, das ist keine Frage. Aber da wird manches Motiv für Überstunden auch wegfallen, wenn die Sicherheit beim Einzelnen besteht, wir haben Dauervollbeschäftigung. Die Vollbeschäftigung ist nicht ein vorübergehender Zustand, wie das früher im Auf und Ab der Konjunkturen immer mal war. Da hieß es immer, gehen Sie mit der Konjunktur, gehen Sie mit auf diese Tour. Wenn die Konjunktur mal lief, dann hat jeder Überstunden gemacht und geklotzt und Einkommen reingeholt, weil er genau wusste, irgendwann gibt es wieder Unterbeschäftigung und dann muss ich von meinen Ersparnissen leben. Auch dieses ein Grund, alles nur kurzfristig anzulegen. Ja, wenn die Konjunktur beruhigt ist, dann reduziert sich das Bedürfnis nach liquider Geldanlage außerordentlich. Die Menschen können längerfristig disponieren, jeder Einzelne. Und das wirkt sich für die Volkswirtschaft ausgesprochen heilsam aus. Also hier hängt eins am anderen und Vollbeschäftigung in dem Sinne, diese Manipulation von Arbeitsmarktstatistiken kennt man natürlich, alles klar. Da hat man die Begrifflichkeiten geändert und zählt heute Menschen, die wenige Stunden regelmäßig beschäftigt sind, als Beschäftigte und nicht als Arbeitslose und solche Dinge. Das muss man wissen. Wir haben da eine versteckte Arbeitslosigkeit, die in den Wünschen, wenig Beschäftigung aufzustocken in mehr Stunden, da ist vieles aufgestaut, das ist keine Frage. Und dass manche Löhne zu niedrig sind, hängt eben auch damit zusammen, dass wir eben innerhalb der Europäischen Union bisher einen zu starken Druck auf die Löhne haben. Immerhin, man sieht im Vergleich Griechenland, Deutschland und so weiter eben ganz deutlich, die Deutschen haben gewusst, was auf sie zukommt mit dem Euro. Dass es wie zu Bundesbankzeiten sie mit den Löhnen aufpassen müssen und nicht in sich euphorisch da hineinbegeben dürfen. Die Griechen und andere haben dieses nicht rechtzeitig realisiert, haben zu hohe Lohnsteigerungen durchgemacht und waren dann nicht mehr konkurrenzfähig. Nicht? Diese Situation ist aber auch für Deutschland keine gute Situation. Das darf man sich nicht in die Tasche lügen. Wir sind mit der schlechten Situation nur cleverer umgegangen als andere Nationen innerhalb des Euroverbundes. Wenn wir eine vollbeschäftigte Wirtschaft hätten durch einen vernünftig geführten Euro, dann hätten wir auf dem Arbeitsmarkt diese ganzen Probleme mit dem Niedriglohnsektor und so weiter nicht. Wir hätten nach wie vor Minderqualifizierte, selbstverständlich. Aber ich sagte ja, in der echten Vollbeschäftigung steigen die niedrigen Einkommen schneller als die hohen Einkommen. Ja, als wir Vollbeschäftigung hatten, hatten die Vorstandsmitglieder der Aktiengesellschaften ihre Pensionszusagen an die niedrigste Lohngruppe gekoppelt. Ja, die haben begriffen, was passiert. Bitte? Sie sagten gerade, dass wir keine Vollbeschäftigten haben, weil wir so eine unvernünftige Europolitik haben. Ja. Wie müsste die Europolitik sein, damit wir Vollbeschäftigung erreichen können? Das ist die erste Frage. Ja, die Europäische Zentralbank strebt ja an, eine Inflationsrate unter, aber nahe 2%. Das, was sie tun sollte, wäre eine Inflationsrate anstreben unter 5%, aber nahe 5%. Damit hätten Sie diesen umlaufsichernden Effekt, der mit dem Regiogeld angestrebt wird oder von Sophie Gesell vorgeschlagen wurde oder von Rudolf Steiner mit dem alternden Geld, was nur ein anderer Name für das ist, was Sophie Gesell vorgeschlagen hat, gesagt worden ist. Solange Sie diese Umlaufsicherung für das Bargeld nicht haben, können Sie nur den Weg gehen, auch den Wertmesser zu beeinträchtigen, nicht nur die Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes. Das Geld hat ja drei Funktionen. Tauschmittel, Wertmesser, Wertaufbewahrung. Im Grunde müssen wir nur die Wertaufbewahrungsfunktion einschränken. Mehr brauchen wir nicht. Das tun wir mit dem Schuldgeld oder alternden Geld. Ja? Mit der Inflation schränken Sie gleichzeitig die Wertmesserfunktion ein. Aber Sie wirken damit natürlich auch die Wertaufbewahrungsfunktion. Nicht? Das ist klar. Und deswegen ist das schlechtere Mittel, die konstante Inflationsrate. Ist das schlechtere Mittel. Aber es ist ohne demokratische Mehrheiten von der Europäischen Zentralbank alleine zu machen.
Und die Europäische Zentralbank macht das, was die Wissenschaften vorschlägt. Also müssen wir fleißig argumentieren. Ist das direkt dazu? Ja, er hat eine zweite Frage. Er hat angekündigt, er hat eine zweite Frage. Und was passiert mit der höheren Produktivität? Wir haben ja jetzt schon riesige Exportüberschüsse. Wer soll das Ganze konsumieren? Wir selber konsumieren. Die Binnenkonjunktur wird gefördert, nicht der Export. Der Export wird durch was anderes gefördert. Das ist die Auslandsnachfrage. Das Ausland kann zu uns stärker exportieren, wenn bei uns die Nachfrage, die Binnennachfrage schafft. Also diese neue Geldpolitik bringt die Binnenkonjunktur in Gang. Und zwar direkt, während der Vorschlag Austritt und Abwertung über die Abwertung zunächst die Exportkonjunktur in Gang bringen will. Und wenn mehr exportiert wird, gibt es inländische Einkommen und dann steigt auch die inländische Nachfrage. Nicht? Aber bisher hat die Bundesbank und Deutschland immer wieder, wenn die Konjunktur in Gang gebracht werden musste, hat man sich darum gekümmert, die Exporte zu steigern. Und hat gehofft, die Exportkonjunktur zieht die Binnenkonjunktur nach sich. Das ist die normale Denke. Eigentlich ganz merkantilistisch. Sie sind jetzt im tiefen Nachdenken. Ja, also ganz zufrieden bin ich noch nicht mit Gut, okay, jetzt. Ja, ich habe zwei Fragen. Eines habe ich das richtig verstanden, dass Sie davon ausgehen, eben, dass die Banken Kredit geben, indem sie eben das Geld, was bei Ihnen eingelegt wird, weiterverleihen. Da gibt es ja durchaus Volksleute, die ganz anderer Meinung sind. Und das zweite wir reden von Geldschöpfung. Ja, das wäre schon ein entscheidender Punkt. Und das zweite wäre, inwiefern Inflation denn für Vollbeschäftigung sorgen. Also ich bin jetzt kein Volkswirt, ich kenne das nur in dem Zusammenhang, dass eben, sage ich jetzt mal, Nachhinkeffekte entstehen, dass die Unternehmen kurzfristig Inflationsgewinne machen. Wenn ich mir das aber als Dauerlösung vorstelle, dann kann ich mir nicht unbedingt vorstellen, dass sowas funktioniert. Also wäre die Frage, gibt es noch andere Mechanismen, die da wirken, die dann zu einer Vollbeschäftigung führen? Moment. Sie glauben, wenn die Inflation konjunkturfördernd ist, ja, beruht das auf Ihren Betrugseffekt? Ja, da irren Sie mächtig, aber Sie sind in sehr guter Gesellschaft. Milton Friedman, Herbert Giersch und so weiter, alle haben das gesagt. Nein, so ist es nicht. Denn wir wollen durch die Beeinträchtigung des Wertmessers die Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes beeinträchtigen. Wir wollen das Verhalten der Menschen ändern. Das hatte ich ja gesagt. Und insofern ist das ein Dauereffekt, den wir erzielen mit einer konstanten Inflationsrate. Wir haben also nicht das Problem irgendwelcher Betrugseffekte, ganz im Gegenteil. Die Inflation wirkt nur dann konjunkturfördernd, wenn ich jedem sage, pass auf, es ist Inflation. Du machst Verluste, wenn du dich nicht inflationsgerecht verhältst. Und du verhältst dich so und so inflationsgerecht. Das muss gelernt werden. Es wird aber schnell gelernt, denn zu wissen, der Geldbeutel ist das empfindlichste Organ des Menschen. Da lernt er ganz schnell. Wenn es ihm mal erklärt wird und wenn es transparent ist, die Notenbank vermehrt die Geldmenge wirklich so, dass eine konstante Inflationsrate von 5% erfolgt. Ja, sie muss nur am Anfang die Geldmenge vermehren, denn was sie als Geldmenge ausgegeben hat, wird ja jetzt von den einzelnen Wirtschaftsteilnehmern viel schneller ausgegeben als früher. Das heißt, eine gute Konjunktur lässt sich mit einer viel geringeren Geldmenge, als wir sie heute haben, in Gang halten. Weil sie besser umläuft. Das würde aber auch bedeuten, dass wir davon ausgehen, dass die breite Masse in der Lage ist, größere Mengen Geld zu horten. Das sehe ich nicht, weil ich sehe das eher so, dass wir ja eine sehr große, sage ich jetzt mal, ungerechte Verteilung der Vermögenswerte haben und dass diejenigen, die eigentlich konsumieren können, ja heute schon größere Teile ihres Geldes ausgeben und vielleicht noch einen Teil in einer Altersversorgung zahlen. Also da habe ich so meine Bauchschmerzen jetzt, dass das funktioniert. Also wenn wir über die Frage reden, ob die Wirtschaft wächst oder schrumpft, über wie viel Prozent reden wir dann? Ein paar, 1, 2. So ist es. Also um 1, 2, 3, 4% verändert sich ja auch das Verhalten der kleinen Leute mit wenig Geld. Das lässt sich in diese Richtung beeinflussen. Und das bringt es schon. Es sind an sich minimale Änderungen, die erwartet werden.
Ja, eine Bargeldbesteuerung oder Gebühr oder was immer sind ja 5% im Jahr. Wie viel Bargeld haben Sie durchschnittlich im Jahresverlauf in der Tasche? 100 Euro. Ja, irgendwas in dieser Größenordnung. Braucht ja jeder bloß mal seinen Kontoauszug durchzusehen, wie oft war ich am Bargeldautomaten, was habe ich immer abgehoben. Dann mitteln Sie das aufs Jahr und dann haben Sie einen durchschnittlichen Kontobestand, also Bargeldbestand und so. Die Gebühr trifft Sie sehr wenig. Und Sie handeln dafür ein, dass die Konjunktur kontinuierlich brummt. Also billiger ist es doch nicht zu haben. Nee, das ist es. Herr Behrens, wir müssen zum Ende kommen. Ja. Der junge Mann hat sich gerade gemeldet. Ja, naja, er hatte sich gemeldet, der neben ihm sitzt, der war gemeint. Kurze Frage, kurze Stellhaltung, kurz an, die dann so groß ist. Vielleicht denkt nicht so mein Verständnis, aber die Aussagen, die Sie jetzt getätigt haben, auch die zum Schuldenabbau, also ich verstehe es nicht ganz im Angesicht der, des Exponentialwachstums, was wir ja so oft jetzt in den letzten Tagen gehört haben. Also es ist sicher konträr, um eine kurze Antwort zu geben. Dieses exponentielle Wachstum ist in die Ewigkeit gedacht und das wird nicht stattfinden. Das sagen ja auch die Leute, die sagen, exponentielles Wachstum kann es nicht geben. Ich sage das auch. Ich sage nur, es wird es geben, solange wir, bis wir die Vollbeschäftigung erreicht haben. Und danach wird es nicht mehr stattfinden, weil dann die Leute zunehmend sich entscheiden, wird der Produktivitätsfortschritt, der dann noch die einzige Wachstumsquelle ist, wenn ich die Vollbeschäftigung erreicht habe, ist nur noch der Produktivitätsfortschritt Wachstumsquelle und den kann ich aufteilen in zusätzliches Einkommen und zusätzliche Freizeit. Und das sind sehr individuelle Entscheidungen, die im statistischen Durchschnitt aber mindestens halbe laufen wir. Also das exponentielle Wachstum, wie es da immer an die Wand gemalt wird, wird so nicht stattfinden, schon gar nicht im Ressourcenverbrauch, weil wir dann bei Vollbeschäftigung, hatte ich ja gesagt, strenge Umweltmaßstäbe setzen können und dafür sorgen können, dass der Ressourcenverbrauch stark zurückgeht. Alles machbar. Man muss nur konsequent eins nach anderen. Aber dann verabschieden wir uns von der freien Marktwirtschaft. Oh nein, keineswegs. Die hat immer Grenzen. Wenn Sie das alles regulieren wollen, nein, das wie wollen Sie denn das regulieren? Von allein funktioniert es nicht, sonst hätte es ja in den letzten 20 Jahren funktioniert. Sie müssen es regulieren, aber das ist keine Einschränkung der freien Marktwirtschaft. Eine Marktwirtschaft hat immer einen rechtlichen Rahmen. Das ist die Leistung der Freiburger Schule der Nationalökonomie, dieses dargelegt zu haben. Ja, die Regularien sind alle aufgegeben worden. Nein, die haben noch nie bestanden. Wir haben ja diese Verschwendungswirtschaft, hatten wir ja immer. Davon sind wir ja in den letzten 30 Jahren schon sehr weit zurückgekommen, aber wir sind bei weitem noch nicht weit genug, weil wir nicht Vollbeschäftigung hatten. Deswegen war es politisch nicht durchsetzbar, was in den Köpfen der Umweltpolitiker schon alles vorhanden ist. Ja. Okay. Gut, wir hören auf. Okay. Sie können ja noch was mitnehmen, was da liegt.